Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Lauf diesem Marsch. Wir machen aktuell die Restarbeiten für das Mais aussehen. Wir flügen gerade Feld 13. Das ist ja Flügermatter, nicht mal? Nee. Hab da meine Angestellten für. Aber einweisen muss ich sie. Einfach wird das da gerade gepflügt. Und jetzt geht es bei, ja, Rest fertig machen und dann sehen wir weiter. Wahrscheinlich kommt eine Unkrautbekämpfung. Alle Krübel auf Mais, noch seht ihr keins, aber das wird kommen. Glaubt mir, das kommt. Was man nicht braucht, kommt immer. Eck auch gleich noch. Haben wir geschafft hier. Also ich habe hier die Felder 22 oder 20, 20 und 33 zusammengelegt. Später wenn ich noch eine oder andere Stall haben werde, ob nun Schweine oder Hühner oder irgendwas dergleichen, keine Ahnung, ist die Fläche hier zum weiteren Ausbau. Ja, jetzt hatten wir auch starten. Hatte Glimmer mit der Zeit. Aber noch geht's. Auch nicht so viel vergangen, zeitmäßig. So, fertig. V. X. Und B aus. Jetzt geht's zurück zum Hof. Ja, Sämaschine ist kaputt. Richtig kaputt. 50%, das ist schon gewaltig. Die werden wir gleich reparieren. Wenn der Flug klappt. So. Tanken wir eigentlich nicht. Na gut, dann mal waschen. Und den brauchen wir gleich wieder. So, reparieren. Die Reparaturanzeige ist Gewicht nicht. Dann war dann auch nicht fertig. Gewicht auch. Dann waren wir nicht in dem Bereich. Na. Für 1 Euro aber auch noch. Gut. Fertig. Stellen wir auch mal in eine Garage rein hier. Wo ist Platz? Aber war nicht so viel, haben wir auch nicht. Aber hier links. Links. Ne, ne, auf der anderen Seite. So. Fahren wir Lenkrad um mit Gas und Bremse.
So, da machen wir stehen. Stroh? Nö, immer nicht. Das auch nicht. Eine Runde erst. Aber langsam mit auch. Radieren Sie da. Oh, das geht. Schon fertig werden. Bisschen brauchen wir noch. So. Was wollte ich jetzt? Ja. Grasmähen. Wird schon gewachsen. Wir werden mal schauen, dass wir jetzt gleich Unkraut vorbereiten. Das ist nämlich schon da. Feld 1 und Feld 2. Machen wir zuerst Feld 1. Das kommt nämlich zuerst. Brauchen wir richtig einen Traktor. Da habe ich ihn hier. Ja, das ist genau richtig. Der brauchen wir. Pflegebereifung und geht schon. Wenn wir unseren Düngerstreuer in die Garage fahren. In die Halle. Da ist Gras durch. Ja, kommt bestimmt von Dings hier. Von der von Kuhstall. Ah, das macht nichts. Wir halt mähen, ne? Und Rasenmäher besorgen. So, leer, wird gewusst. Gut, voll tanken. Dann können wir gleich gucken. Zwar, wie lange und wann das Gras kommt. Mit Wachstum. Leider nicht gedüngt. Jo, fast 7 Stunden noch. Aber wir düngen mal. Wir düngen das mal. Das wächst jetzt sowieso. Starten wir Kursplay und dann geht los. Denn der macht es nämlich ganz gut. Ganz aussichtbar. Na gut, macht nichts. Und doch auch lange. Könnte man Kurs laden. Und zwar Unkraut Feld 1. Wir schauen mal das Fenster, ne? Also Rumlicht hier, Motorsense, Laubbläser oder was das ist, Heckenschere, eine Flex, Kabelei, Schlauch, Kabeltrommel, Werkbank, Mürsäcke, was alles so gibt. So, was macht der Pflügermeister? Weißhäckseln, ja, das wollen wir noch machen. Und ja, fleißig bei. Dann werden wir erstmal das Stroh zurückfahren. Jetzt sind Messsysteme heiß.
Weiß ich aber nicht genau, ob die Grafikkarte gemeint ist oder die CPU. Prozessor hier für ganzes System. Ja, wenn es im Raum so warm ist, kann der Knoten nicht mehr wirken. So, das sind 7 Ballen, 10.000, noch 70.000 Liter. Schon eine Nummer. Eine Hausnummer. Fahren wir mal zum Stall. Ob ich das da reingehoben kriege? Stimmt nicht. Da ist Unkraut. Wenn man von Daibo spricht. Gerade fertig geworden hier. Wir müssen mal ein bisschen reinstellen. So, angekommen. Stehen lassen. Noch nicht fertig. Oh mein. Wird aber reichen jetzt. Das wird reichen, wenn der einfällt. Eh teuer genug. So, wo fangen wir jetzt hier an? Stell den mal so rauf. Ah, hier um die Ecke. Ja, Pflegebereich wo. Ich dachte schon nicht. Entlassen. Zwei Kurse wird nix. Ah, das haben wir schon mal gehabt, ne? Öfter mal schon. Das ist. Ich muss ja nur. So, ersten Wegpunkt. Einstellen. Und nur schauen, ob er in die Ecke klarkommt. Ob er hier nicht Probleme macht. Und das sieht mir so schon so aus. Ja, ja. Wenn wir Glück haben, kommen, haben wir Glück. Und Pech. Also wegen Brühe. Ah ja, gerade so. Schwein gehabt, Anführungszeichen. So, und die Kurve. Und dann mal schauen. Müsste aber eigentlich packen. Gut. Läuft soweit. Jetzt gehen wir auf Wolken. Achso. Gras. Könnten wir noch ein bisschen warten, aber wiederum. 6 Stunden, das wäre ja jetzt das 11. Das wäre ja gegen 4. Stunden. Es geht 18 Uhr, 17 Uhr. Na, wir fangen jetzt hier mit einer Wiese an. Wir nehmen die nächste Wiese, die blöde in Anführungszeichen. Wir müssen so einen neuen Kurs berechnen hier. Aber das Mähwerk ist ein bisschen breiter. Weil wir gerade die Wiese zerstört hier ein bisschen die Fahrspur. So, machen wir eine Kursberechnung. Und zwar gehen wir hier auf 27. Main ist kein Problem. Rundherum zweimal reich. 12 Meter 29 reich.
Das ist optimal. Können wir gleich den nächsten bereit machen zum Schwatten. Denn dann ein bisschen brauchen wir aber Silage für die BGH. Aber wir wollten Heu machen, wir brauchen dringend Heu her für Mischfutter. Na, wir machen Heu. Da ist Zetter. Wir brauchen Heu, also Zetter. Die Lage machen wir mit Mais, das geht ja ganz schnell. Da ist das kleine Gerät da in der Mitte. Hier werden wir uns eine Halle hinstellen, eine Durchgangshalle am besten. Oh, meine Firma. So. Geht's auch zur Wiese. Wenn wir gleich das Feld kurz löschen, bevor ich hier wieder was mache, ist das die Spur, weil ich zurückfahren müssen. Naja, gut, was soll's. Ist halt so, ne? Der Ton ist so leise, oder? Maschinen. So. Gehen wir hier ein bisschen lauter machen. Ja, das ist gut. Man muss gepflügt werden, ja, das ist nicht so schön. Ah, ja, Ton. Jetzt wenn einer so leise ist, dann so laut. Ein bisschen lauter muss schon sein. So. Umgebungsgeräusche kann man ein bisschen lauter machen, ne? So. Menü braucht nicht lauter sein. Umwelt, 70. Speichern. Kommt der wilde Fahrer hier. Ich lauf vorwärts hier, und ich erschrocken, oder? Naja. 64, 62, und der ist nicht so viel. Der andere meldet mir 60 und 64 Temperaturen. Festplatte um die 44. Naja. Darf ich innen drin noch was 30 Grad haben? So, das sieht gut aus. Schöne Wiese, muss auch gepflückt werden. Stroh werden wir mal abladen. Ach, laden wir noch ab, ne? Den LKW brauchen wir wieder, sobald das Stroh reif wird. Den Hänger stellen wir auch wieder hin, irgendwo. Wo er nicht stört. Am besten da, wo er vorher war. Das ist natürlich jetzt gefährlich. Wenn der Mais kommt, dann ist es hier nicht so prickelnd, wenn die Frucht zerstört wird. Aber wird lauter, ne? Oh, das passt schon, denke ich. So. Ah ja, ist genau so.
So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Auch ganz gerne mein Abo, ich sag mal danke. Natürlich würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Dann sag ich mal tschüss und winke. Ciao, ciao, bis dann. Ciao, ey. Rot ausmachen, oder nicht?